Regenschirme dominieren das Bild auf den Zuschauertribünen. Unter diesen Bedingungen wird das ein ganz, ganz schwieriges Training. Ich hoffe nur, die Fahrer sind auf alles vorbereitet. Düsterer Himmel über uns und nicht weniger düstere Blicke an der Boxenmauer. Eine frustrierende Zeit für die Techniker. Stefan Römer, wahrscheinlich haben die alle auf trockene Verhältnisse gehofft, aber da draußen schüttet es wie aus Kübeln. Ja, man muss sich mal in die Lage der Jungs und Mädels an der Boxenmauer versetzen. Weißt du, es steckt so viel Arbeit darin, diese zwei Autos auf die Strecke zu bringen. Nicht nur an der Boxenmauer, auch für hunderte Leute daheim in der Fertigungshalle. Das Rennteam hier an der Strecke ist ja nur die sichtbare Speerspitze eines weit größeren Unternehmens. Und dann kommt der Regen und man weiß sofort einige Dinge sicher. Erstens, man wird nicht viel Fahrzeit bekommen. Zweitens, man hält eine Menge unnützer Daten, wenn man doch auf die Strecke kommt. Und drittens, die Wahrscheinlichkeit, dass man vor dem Qualifying ein Auto notdürftig zusammenflicken muss, ist viel höher. Na, hi Leute, hier geht's Chris weiter. Chris hat dir wahrscheinlich von den neuen Teilen aus dem Werk erzählt, oder? Jetzt sind sie alle montiert und einsatzbereit. Ich hoffe, sie erfüllen ihren Zweck. Was ist das? Training. Alpha nur Regen, zweiter sieht gut aus, dritter geht's auch. Ja, also zumindest die Streckenakklimatisierung können wir machen. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Also mir gerade das eine gelöst, aber es geht. Gehen zurück in die Garage und beschleunige die Zeit. Unter den aktuellen Bedingungen bist du mit Intermediates am besten dran. Oh, da ist trocken. Sehr schön. Da können wir doch
doch was machen. Das ist eine schöne Strecke soweit. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,16,3. Bisschen abgekürzt. Das war eine akzeptable Runde, aber du schaffst definitiv mehr, wenn du daran arbeitest. Das war knapp.
Ich denke mal, alle diese Aufgaben Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu müsste ganz konzentrieren. gut Aber wir sollten die sein Qualifying-Simulation zu nicht gänzlich außer schaffen. Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Zeit habe ich noch dafür und da. Wie es aussieht. Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Das ist gut. Das ist schon mal ganz gut. Eins, 13, 6. Boah. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal. Sieht gut aus.
Sagt aber auch noch nicht alles. Ich habe noch eine Aufgabe zu erledigen. Gehen weiter mit Training 2. Wir sollten jetzt schnell schaffen. Letzte Aufgabe. Großartige Daten. Bleib. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so.
tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. Aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Oh. Da bin ich zu weit aufs Grün. Boxenstopp in dieser Runde. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Hamilton schneller. Hier Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Na gut, auf Soft. Das könnte hier auch. Das sieht eigentlich ganz gut aus.
Wir machen gleich die Qualifikation. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Bottas und Wolff. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Wie fährt sich das Auto im Regen? Machen Sie sich irgendwelche Sorgen im Hinblick auf Rennen und Qualifying? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Danke für den Kommentar. Sehr viele Fragen. Sehr schönes Wetter, das ist gut. Guten Tag an alle Zuschauer. Wir hoffen, Sie sind auf ein spannendes Qualifying eingestellt. Die Teams hier in Kanada schließen gerade die letzten Vorbereitungen ab. Ich möchte kurz mit dir über die Strategie in diesen Qualifying-Sessions reden, Stefan Römer. Wie kann ein Fahrer es schaffen, die paar nötigen, wichtigen Zehntelsekunden schneller zu fahren? Im Qualifying geht es weniger darum, die Herangehensweise zu ändern, eher darum, einen guten Lauf mit wenig Treibstoff im Tank zu wiederholen, den man im Vorfeld der Session schon mal abgeliefert hat. Man strebt schließlich nach Perfektion und da wird es ganz schwierig, wenn man etwas völlig Neues versucht. Es gibt einige Faktoren, die den Weg zum Ziel erschweren können, etwa ein ungünstiger Startplatz oder unerwartete gelbe Flaggen. Vor allem in Kombination mit den wechselhaften Streckenbedingungen muss man eben den richtigen Zeitpunkt zum Rausfahren erwischen. Als Fahrer muss man diese Ablenkungen ignorieren und sich voll und ganz auf diese eine schnelle Runde konzentrieren. Schon die siebte Runde in der Meisterschaft. Wir bleiben bei dieser Einstellung, denke ich mal.
schon wieder ein bisschen zu schnell. Das war nicht geplant so. Gucken Sie mal auf die Zeiten. Jo, sehr schnell. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 12,6. Noch ein Versuch. Was mache ich da bloß? Das brauchen wir nicht. Ja, schauen wir mal auf die Zeit. Da müssten wir ziemlich sicher sein. Da ist schon extrem schnell. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Wolff, Hamilton und Valtteri Bottas. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Perez, so weit hinten. Vielleicht mit altem Motor oder so. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying.
Also, bis nächstes Mal. Ciao.